So. Genau. 2, 3, 4, 5. So. Und dann das gleiche nochmal hier drüben. Und da wir das jetzt natürlich in einer wesentlich kleineren Skala bauen als in der Streamwelt, ist das natürlich auch ein bisschen schneller erledigt. Was auch ein bisschen angenehmer ist, glaube ich. 2, 3, 4 und die 5. Weil... Ach, komm schon. Weil das bei der Streamwelt ist halt schon so ein bisschen so ein Mammutprojekt. Das dauert zwar nicht so lange wie jetzt zum Beispiel so eine Goldfarm oder so. Ich hasse das, dass das manchmal nicht geht mit dem Crouchen, ne? Das ist zwar nicht so ein riesen Mammutprojekt wie die Goldfarm, aber es ist natürlich trotzdem schon ein extrem aufwendiges Projekt, weil halt viele Blöcke an der richtigen Stelle platziert werden müssen und so. Und ja, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ich habe auch vor, die Guardian Farm nochmal ein bisschen zu ändern. Und zwar hatte ich ja erst eine Weile lang vor, die Höhle unten drunter da auszugraben, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, ne? Das dauert viel zu lange. Es ist wahrscheinlich eigentlich wesentlich effizienter, wenn ich einfach die Guardians mit einem Wasserstrom in den Himmel heben würde und dann die im Himmel einfach ausschalte. Weil, ne? Umso schneller, das ist ja immer das Konzept von einer funktionierenden Mob-Farm. Also bei der hier ist es jetzt natürlich nicht so wichtig, wie gesagt, ne? Es geht nicht um Effizienz. Aber bei den meisten funktionierenden Mob-Farms ist es ja immer das Ziel, die Mobs so schnell wie möglich außer Reichweite zu kriegen und oder sie so schnell wie möglich zu töten, damit wieder Platz ist für neue Mobs zum Nachspawnen. Und in dem Moment, wo man, ja, wie bei der Guardian Farm jetzt in dem Fall halt eine Farm hat, wo die Mobs halt alle da so lange rumfischen wie die Guardians, dann ist es natürlich nicht... Hallo? Nicht sehr effizient, ne? Wieder um neue Mobs nachzuspawnen, weil halt die Guardians, die noch da sind, halt dann so lange die ganze Mobcap einnehmen. So. Ich weiß tatsächlich nicht, ob 3 Plattformen genügen. Aber eigentlich sollte es genügen, ne? Weil ich denke mir halt auch so, hier geht es ja mehr um den Spaß an der Sache, als darum, dass ich hier irgendwie eine Farm bauen will, die jetzt irgendwie überkrass ist oder sonst irgendwas, ne? Das ist ja nicht der Punkt. So. Noch eins runter? Hallo? Nee, okay. Gut, das heißt dann hier in dem Falle... Warte, wie waren das? Ich glaube so, ne? Und es ist dunkel. Dunkel war es, der Mond schien heller als ein Wagen blitzeschneller. Ich glaube, das stimmt so, ja. Okay. Es würde natürlich schöner aussehen mit eingefärbtem Glas, aber... Ne? Müssen ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Das Ding sieht man sowieso wahrscheinlich nie von außen. Da, 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 da. So. Stimmt so, ne? Ja. Und dann hier das Gleiche. So. Jedes Mal, wenn ich schleiche, oder nicht jedes Mal, aber oft, wenn ich schleiche, oder wenn ich halt neu anfange zu schleichen, habe ich das Problem, dass er irgendwie keine Blöcke platzieren kann. So, und für alle, die sich jetzt fragen, was an der Farm so speziell ist, warum hier nur Creeper spawnen können, ne? Erstmal die Teppiche sorgen dafür, dass hier keine Spinnen drin spawnen können. Und dann die andere spezielle Sache an der Farm wird sein, dass ich an die Decke von jeder Spawn-Ebene Falltüren dran mache.
Und alle Mobs sind, oder nicht alle Mobs, aber die meisten Mobs sind zwei Blöcke hoch. Ganz genau zwei Blöcke oder eben drei, wie zum Beispiel ein Enderman oder sowas. Ein Creeper ist aber nur 1,8 oder was, keine Ahnung, ist ja auch egal, wie groß genau, aber ein Creeper ist ein bisschen kleiner als zwei Blöcke. So, und für alle, die vielleicht denken jetzt, ja, Baby-Zombies sind auch nicht zwei Blöcke groß, das ist egal, weil wenn gecheckt wird, ob ein Zombie spawnen kann, wird für einen Erwachsenen gecheckt und danach wird erst entschieden, ob es ein Baby oder ein erwachsener Zombie wird. Deswegen ist das vollkommen egal. Und ich kann das ja mal demonstrieren, Sekunde. Ne? Dann nehmen wir uns hier so ein paar... Jetzt hat mich gerade das Licht aus dem Konzept gebracht. So, so ein paar Falltüren. Und die packen wir dann hier an die Decke. Und dafür sind Eisenfalltüren super, weil, ne, ich kann hier rechts klicken, ohne zu crouchen, und die Falltüren platzieren. Und es passiert genau gar nichts. Wenn man hier Holzfalltüren benutzen würde, hätte man das Problem, dass man die immer auf und zu klappt. Und dann muss man hier schleichen und das dauert dann alles 10-mal so lange. Deswegen, wenn ihr so eine Farm nachbaut, auf jeden Fall, wenn ihr genug Eisen habt, benutzt Eisenfalltüren, ich bitte euch. So, wie ihr jetzt hier seht, ne, die, ich kann hier noch durchlaufen, weil ich hier, ne, weil ich hier schon bin, aber wenn hier irgendwas spawnen möchte, was zwei Blöcke hoch ist, also Hexen, Zombies, Skelette, was denn noch, das war's schon eigentlich, ne. Hexen, Zombies, Skelette, ja, halt alle Viecher, die, alle Viecher außer Creeper können hier, hier drin nicht spawnen. Und natürlich Spinnen, aber Spinnen haben wir hier mit den Teppichen erfolgreich schon ausgehebelt. So. Dann als nächstes muss hier außen einmal überall so eine kleine Reihe an Blöcken reingeballert werden. Und zwischen die Blöcke, ich habe keine Holzfalltüren dabei, ne? Ne, die habe ich vergessen. Hier kommen dann aber auch noch Falltüren hin und warte, nee, das stimmt gar nicht. Das muss eins weiter außen hin. Verkackt. Ne? Und da denken dann die Creeper, dass sie halt über die Falltüren hinweglaufen können. Können sie aber nicht. Das ist wieder der gute alte Trick, wo so ziemlich alle Mobs denken, dass sie über Falltüren laufen können, weil sie Falltüren immer als geschlossen sehen. Egal, ob sie offen oder nicht sind. Und ja. Das machen wir uns hier zu nutzen. Also quasi wieder eine Art Pathfinding-Falle. Aber diese funktioniert auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher. Weil hier geht es ja ne, darum, dass die Creeper nicht von alleine in das Loch laufen, sondern dass die sozusagen von der Katze motiviert werden, in das Loch reinzulaufen. Und dann nur noch, ja, aus Angst vor den Katzen wegrennen und dann hier reinfallen. Und nicht, weil sie denken, dass sie nur dahin laufen können, so wie bei den Blaze-Dingern. Ich weiß nicht, ne? Oh, wir haben schon wieder 27 Minuten. Ich mache die 40 voll und dann schneide ich das in zwei Folgen und dieses Mal muss ich dran denken. Dieses Mal muss ich dran denken, weil ich habe keine Zeit für genug Folgen. Wo ist die Falle jetzt hin? Da. Okay. Das ist doch ein schlechter Scherz. Die hier sollte nicht in der Hotbar sein. So. Und dann wieder Teppiche hin. Wie gesagt, die Falltüren holen wir uns gleich noch. So. Und hier kann ich dann... Nee, kann ich nicht. Oder vielleicht von ganz unten. Von ganz unten geht das. So. Na, komm schon. Nein. Hier wieder das Gleiche. Schön die ganzen Blöcke platzieren. So. Und das sollte dann hoffentlich die letzte Seite sein. Und dann müssen wir das natürlich noch für die untere Kante hier machen. Das kriege ich aber so nicht hingeschissen.
Deswegen muss ich da dann das nochmal auf die traditionelle Art machen, einfach mich hier rauszubauen. So. Hier habe ich jetzt natürlich wieder ein Problem. Weil ich da nicht richtig springen kann, aber das macht nichts. Wir kriegen das schon hin hier. So. Ich entschuldige mich auch sehr herzlich dafür, dass ich heute so leise bin. Ich versuche hier mich einigermaßen zu konzentrieren, ne? Weil ich keine Lust habe, das alles hier mehrmals zu bauen. Deswegen Konzentriertheit, wie die Jungs von Pizmeet immer so schön sagen. So, und dann machen wir hier einmal kurz den Weg nach drüben und dann kann ich hier schön Teppich hier drauf platzieren. Komm schon. So. Ach. Gut. Und dann das gleiche nochmal oben. Der Vorteil ist jetzt hier, dass wir auch nur drei Katzen brauchen dann. Das freut mich natürlich, weil Katzen hier rein zu popeln ist absolute Hölle. Dafür muss ich muss hier ein Höllenportal hinmachen. Ich krieg die Katzen hier sonst hier gar nicht hin. Uff. Das sackt natürlich ein bisschen. Ja gut, kann ich nichts machen, ne? Okay. Mit der Decke habe ich auch so ein bisschen ein Problem. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie groß die hier sein muss. Die muss auf jeden Fall ein ganz schönes Stück hier außen rausragen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel. Deswegen, da werde ich nach der Folge nochmal gucken müssen, wie genau das ist mit der Größe. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Und dann brauchen wir noch die Katzen. Wir brauchen noch ein paar Eisenfalltüren. Wir brauchen noch die Holzfalltüren. Was brauche ich denn noch? Katzen, Holzfalltüren, Minecarts brauchen wir noch. Ich glaube, das war's sogar schon. Ja, außer dann natürlich für das, was unten drunter gebaut werden muss hier. Das ist aber auch ein Design, was ich mir jetzt selber ausdenken werde. Und das werde ich während der Folge machen. Das werde ich nicht irgendwie vorgeplant haben. Weil das finde ich ganz interessant. Das habe ich schon mal in einer sehr alten Welt von mir gebaut, wo ich, keine Ahnung, warum ich da eine Schallplattenfarm haben wollte. Macht eigentlich überhaupt keinen großen Sinn, eine zu haben, aber ich wollte irgendwie eine haben. So. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar. Aber ich glaube, ich wollte Birke nehmen, ne? Die Frage ist jetzt echt, wie ich das mit den Katzen regle. Weil von hier aus, ich glaube nicht, dass ich die Katzen von da aus rüber teleportiert kriege, oder? Ich bin tatsächlich nicht sicher, ob die von so weit weg teleportieren können. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja, wir können es ja mal probieren, ne? Probieren geht über Studieren. Ich werde auf jeden Fall genug Obsidian mitbringen, um auch ein Höllenportal zu bauen. Falls ich das dann brauchen sollte. Ich hoffe, ich kann das irgendwie vermeiden.
Ey, was ist denn mit dir? Ach, ich habe den selber gemacht. Dann darf ich den auch umbringen. So. Gut. Okaychen. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir den ganzen Rest hier dazu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich genug Katzen habe, tatsächlich, um sofort 3 zu brüten. Ich glaube nicht, ne? Ich habe hier... Ich habe hier genug, ne? Wenn ich hier die eine noch rüberhole, dann kann ich 2 machen und dann kann ich die beiden... Kann ich die beiden noch brüten. Hey! Komm her. Ja, okay. So, Fisch brauche ich dafür, ne? Das soll ich ja hier unten drinne haben. Mit ein bisschen Glück. Raw Salmon. Dann gucken wir mal, dass wir die hier... Okay, du und du. Machet Babys. Nein. Nein, 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 nein. Baby, bleib hier. Hey. Du bist schon niedlich, ja? Muss ich dir lassen, aber... Hey. Ich wollte gerade das Gras schlagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Katze dabei treffe. So und so. Okay, Babykatze. Nein, 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 Babykatze. Okay. So. Damit haben wir 2 Babykatzen am Start. Dann brauche ich 3-mal Minecart. Ich brauche... Sekunde. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich hier noch... Hallo? Ob ich hier noch genug Birkenholz drin habe. Punktlandung, boy. Nee, ich habe kein Birkenholz mehr. Das ist natürlich frech. Sehr frech. Hallo? Sehr, sehr frech. Wobei eigentlich sollte ich genug haben für die paar Falltüren, die ich da brauche, oder? Aua. Ah. Ja, okay, sollte reichen. Ich will auch eigentlich nicht zu viel machen hier, ne? Erstmal aber sparsam hier gerade. So, was wollte ich noch? Birkenholz. Ich wollte Falltüren, ich wollte die Katzen und Minecart. Und Obsidian. Dreimal Minecart. Schienen wären vielleicht auch nicht schlecht zum Minecart platzieren. Okay. Da, 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 da. Wassereimer habe ich eventuell. Ja, hier sollten Wassereimer drin sein. Redstone habe ich dabei in den Redstone-Kisten. Ich glaube, damit haben wir alles, ne? Babykatze und Babykatze. Komm mal mit, bitte. Ba, ba, ba.
So. Und Freunde, ne, ich würde sagen. Oh, hi. Hey. Wo ist der andere Boy? Da. Komm mal her. So. So, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir die kleinen Katzen hier in unsere Farm bringen. Und ja, ich hoffe, das klappt dann alles. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.